Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Und ich würde sagen, los geht's. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Spanien und das ist auch gut so. Zum Glück hat das Spiel uns ausnahmsweise mal nicht zurückgesetzt. Moment, Scheibenwischer ist noch an, den werden wir natürlich ausmachen. Dann werde ich mal ganz kurz das Navi einblenden. Gepennt haben wir, glaube ich, schon. Ja, sehr gut. Bedeutet, wohin muss ich? Wir sind jetzt hier in Brest, glaube ich, gestartet, fahren jetzt nach Nantes, La Rochelle runter und so weiter. Und dann sind wir irgendwann hier vorne in Spanien, am Anfang von Spanien. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass das nicht alles ist, was wir sehen werden von Spanien. Das heißt, einige hatten hier schon Angst, dass das... dass ich da nicht weiterfahren werde. Nein, also wenn wir in Spanien angekommen sind, werde ich natürlich weiterhin in Spanien auch fahren. Weil wir haben ja gesagt, wir möchten Spanien auch ein bisschen erkunden. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall in Spanien bleiben und uns dort vielleicht sogar einfach mal so just for fun die Umgebung angucken und einfach mal schauen, ja, was so geht, ne? So könnte man das eigentlich sagen. In Spanien selbst waren wir hier im ETS 2 meines Wissens noch nie. Einer hat in die Kommentare reingeschrieben, dass ich dort mal in der TSM-Map unterwegs war. Daran kann ich mich aber definitiv gar nicht mehr dran erinnern. Also ist das schon was her, definitiv, weil ich meine, wir fahren ja hier über 5 Jahre ETS 2. Von daher kann man sich um den einen oder anderen Ort ruhig mal vertun, ohne jetzt schlecht dazustehen. Da beschleunigen wir mal hier durch. Sehr gut. So, ich hoffe, es geht euch allen natürlich gut. Sorry dafür, dass nochmal ein paar Tage kein ETS 2 kam. Manchmal klappt es einfach, ja, zeitlich nicht. Oder man möchte auch mal andere Projekte spielen. Wie nächste Woche wollte ich euch gerne mal Elex näher bringen. Das wollte ich eigentlich erst so als Testvideo machen, 60 Minuten lang, dass ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden könnt. Aber da ich es eh spiele, werde ich es aufnehmen, bearbeiten und hochladen und dann auch von Donnerstag bis Sonntag immer so um 18 Uhr bringen. ETS 2 verschiebe ich auf 19 Uhr, dass alle Leute einfach zu Hause sind, wenn ETS 2 kommt. Weil ich merke, umso früher ich meine Videos hochlade, umso weniger Leute sehen sie. Dann werden sie komplett in Vergessenheit geraten. Und das finde ich dann schon arg extrem krass. Das liegt aber halt auch an YouTube, an dieser tollen Abo-Box, die eben nicht das Neueste zeigt, sondern eben den alten Quatsch. Das sehe ich ja bei meiner eigenen Abo-Box auch. Ich muss immer auf die verschiedenen Kanäle gehen, um aktuellen Inhalt genießen zu können. Ach du heilige Scheiße. Und schwerer Unfall. Ja, ich wollte dran vorbei. Aber ich hatte keine Chance. Also das war, naja. Nicht sehr optimal. In echt wären wir jetzt hier über die Leitplanke geflogen, aber fragt nicht wie, Leute. In echt wären wir sowas von über diese Leitplanke geflogen. Oh ja, 59% Schaden ist nicht gesund. Böser Schaden. Richtig fieser Schaden. Schlimmer finde ich eher, dass die Ladung beschädigt ist, aber naja, daran kann ich jetzt gerade nichts ändern. Aber schade drum. Was soll's? Was soll ich machen? Bringt ja nichts. So, ich glaube, der 15. und der 16. Gang ist defekt. Dafür fahren wir mit 90 km/h mit voll ausgedrehter Drehzahl. Und natürlich mit enormer Lautstärke, das ist natürlich nicht so schön. Bedeutet, ich werde wahrscheinlich, ja, vielleicht in Nantes. Sollen wir in Nantes kurz halten und zur Werkstatt fahren? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, den wir hier machen, weil, ja, wer will schon unter der Lautstärke
die ganze Zeit fahren. Also ich persönlich nicht. Von daher werden wir in Nantes ganz kurz einen Stopp machen. Der LKW hört sich aber auf jeden Fall auch keinen Zentimeter mehr gesund an. Hier haben wir aber auf jeden Fall einen wunderschönen Ausblick. Wenn man das mal sehen kann. So, einmal ganz kurz raus. Wahnsinn, oder? Unfassbar. Wunderschöne Aussicht. Ich probiere es nochmal. Gut, wir warten kurz. Na, er hat sich gefangen. Ist natürlich ein fieser Schaden, den wir jetzt davongetragen haben. Aber wir haben keine Menschenleben gefährdet, außer unser eigenes. Von daher ist das erstmal okay. Hier ist die Firma Carrefour rechts neben uns. Eine angenehme Firma. Haben wir schon viel geliefert für. Ich bin immer noch dafür, dass der ETS 2 endlich mal ein Schadensmodell bekommt. Das wäre so geil. Mal nicht an einem Karten-DLC arbeiten, sondern wirklich mal an einem vernünftigen, sehr gut aussehenden Schadensmodell. Ich würde das so dermaßen feiern. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie geil wäre es bitte, wenn ich irgendwo gegenfahre. Oder hier die Autos, dass die so ein Stück rutschen oder so. Oh. Ah, das ist nicht die Bremse, die ich gedrückt habe. Das war aus Versehen die Kupplung. Hier haben wir die Werkstatt. Hier wird alles repariert. Hoffe ich zumindest. Und das ist teuer. 86.669 Euro. Aua. Richtig großes Aua. Es gibt noch keinen neuen Motor, aber ich möchte ein anderes Getriebe haben. Und zwar das 12-Gang-Getriebe. Dieses 16-Gang ist wirklich nur für Schwerlasten geeignet. Und ich weiß nicht, irgendwie brauchen wir das nicht, würde ich behaupten. So, eine Flasche Wasser oder wir nehmen mal einen Energy Drink mit. Ich wollte noch hier ein bisschen. So, die Unterlagen, die brauchen wir auf jeden Fall. Und ein Stiftehalter? Nee. Ein Becher in Rot, würde ich sagen, ja. So, und hier unten haben wir eine Stellfläche. Da machen wir ein Calculator. Nee, brauchen wir nicht. Ja, das ist Blödsinn. Daran sieht man ja nichts. Und Lichtschwert, nein. Notizbuch. Wenn ich jetzt meine Geldbörse... Ja, da haben wir es doch. Geldbörse, sehr gut. Hier unten machen wir... Da wollte ich eigentlich meine Kühltasche wieder hinhaben, weil ich finde die Kühltaschen eigentlich ganz cool. Oh, in Schwarz, sehr gut. Und hier sagtet ihr, könnte man Personen hinsetzen? Nein, es gibt Personen. Das ist die Melissa, aha. Die Juliette. Oh, wei. Ben Kenobi, natürlich. Wir setzen uns Kenobi neben uns. Wax. Wax hat aber nichts verloren. Way. Ist auch Star Wars. Tek hier. Jasmine. Ich nehme eine Katze mit. Irgendwie das Profitabelste von den ganzen. So, raus da und an die Kiste und weiter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt deutlich besser wegkommen. Mit dem neuen Getriebe müsste das nämlich viel besser von der Hand gehen als mit dem alten. Also es fühlt sich deutlich besser an, sage ich mal so.
Jetzt wären wir zum Beispiel in diesem Schwerlastgetriebe im Gang 14, jetzt sind wir im 10. Gang. Rein technisch gesehen hört sich das, glaube ich, ganz angenehm an und hat einfach den Vorteil, dass der Spritverbrauch ein bisschen besser geregelt ist, weil das andere wirklich für Schwerlasten war. Hey, hier war eine Bahn. Das ist ja cool, habe ich auch noch nie gesehen. So, jetzt ist hier ein bisschen Stau. Ich hoffe, kein Unfallstau. Nein, hier kommt noch eine Bahn, natürlich. Dann fahre ich mal meinen Anhänger da weg, weil sonst haben wir einen Anhänger in Fritten. Wir hatten Vorfahrt, das gibt's nicht. Und der fährt einfach rein. Könntest du jetzt fahren, verdammte Scheiße. Du wartest. Da kommt der nächste schon. Aber jetzt schnell rüber hier. Und der enormste Vorteil, den ich persönlich sehe, ist, dass die Beschleunigung deutlich höher ist bei so einer leichten Last als bei dem Schwerlastgetriebe. Ich sag mal so, die Übersetzung ist deutlich besser. Oh, oh. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ich habe gedacht, der wäre hinten abgebogen. Naja. Ist tatsächlich mein Fehler. Passiert. Wichtig ist, dass wir keinen Schaden bekommen haben und der andere natürlich auch nicht. Dem geht's gut. Hoffe ich zumindest. So, ich beschleunige schon mal auf Topspeed 90, obwohl ich hier nur 70 fahren darf. Das ist aber jetzt gerade nur die Brücke und danach wird wieder freigegeben für 90 km/h. Es gibt Einkommen, 3.363 Euro. Vielen Dank dafür, Manuel. Super, coole Sache. Meine treuesten Mitarbeiter. Was haben wir hier für eine tolle Anzeige? Die sagt uns aber viel. Wahnsinn. Die Anzeige hätte unser Leben darstellen können hier im ETS 2. Unfassbar. Das Wetter ist ein bisschen komisch hier. So ein bisschen diesig irgendwie, ich weiß nicht. Durch die Sonnenstrahlen sieht man nicht so ganz die Markierungen auf dem Boden und dadurch hat man echt Probleme, irgendwas zu sehen. Achso, ich hoffe, euch gefallen übrigens die laufenden Projekte aktuell. Nächste Woche dann Elex dabei, dann BeamNG Drive, dann haben wir noch Gold Rush, was auch sehr interessant ist. Ich möchte einfach ein bisschen den Kanal so gesehen wiederbeleben. Ich kann euch ja mal erzählen, was letzten Monat passiert ist. Und zwar hatten wir eine prozentuale Steigerung von 20% im Durchschnitt, was den Kanal angeht. Und das ist natürlich wunderschön. Das freut mich auf jeden Fall und zeigt mir einfach, dass der Kanal nicht, wie viele vermuten, schon lange tot ist. Haben wir hier keinen einfachen Durchfahrt? Nö, ne? Oh. Oh, scheiße. Aber der LKW fährt da... Achso, der fährt hier. So. Auf jeden Fall hatten wir eine Steigerung von 20% und das freut mich vor allen Dingen, weil ich einfach sehe, dass der größte Teil der Community einfach noch da ist. Und das Ganze können wir natürlich toppen. Schön wäre es, wenn dieser Monat wieder 20% zum Vormonat entstehen würde und immer so weiter, dass wir einfach wieder der Kanal werden, den wir waren. Wir sind eingestaubt, Leute, und das muss einfach geändert werden. Dafür ist der Kanal viel zu schade.
Dafür ist die Community viel zu schade. Ich denke mal, ihr stimmt mir alle zu. So, aber wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.